Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Coreborn, Nations of the Ultra-Core. Azura, Holly und ich, wir sind jetzt hier gerade auf dem Rückweg. Ich habe fleißig Gelee-Essenz gesammelt und Perlen. Und wir machen uns jetzt hier auf, dass wir mal vorwärts kommen. Naja, was heißt mal vorwärts kommen? Wir kommen ja extrem gut vorwärts. Also so gut aufgestellt war ich ja in meinem alten Spielstand nicht, wie hier. Und das halt in einer viel kürzeren Zeit. Naja, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall mal schauen, ob wir den Speer herstellen können jetzt. Und diesbezüglich gehen wir jetzt zurück. Und dann werden wir sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich jetzt diesen Weg nehmen möchte. Genau, warte mal, das war der richtige, oder? Nee, das war auch noch nicht, der zweite. Huch, achso, die Laterne steht im Weg. So, die Einstellungen sind wieder ein bisschen runtergesetzt. Aber wir werden auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal rüber müssen und nach diesem fließenden Geflecht da Ausschau halten. Der labert hier auch, okay. Ach ja, Leute. Es ist echt sehr viel zu besorgen, sehr viel herzustellen. Das ist ja Wahnsinn, ey. Das ist richtig krass. Aber es macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. So, wo sind wir denn jetzt hier? Wir müssen eigentlich nur dem Weg folgen und dann kommen wir eh an unserer Stadt vorbei. Also, ja, was ist Stadt? An unserer Basis. So, da hinten sieht man sie schon. Ja, kann sein, dass wir das Missionit auch nochmal brauchen, aber wenn wir eh nochmal in die Berge müssen, ja, wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Ein komischer Bau, naja. Wir werden irgendwann schon schön bauen. Irgendwann mal. Bei uns am Strand. Okay. Ach du Scheiße, jetzt haben wir halt auch wieder keinen Platz mehr. Jetzt brauchen wir halt schon wieder Kisten. Ja, ich schmeiße jetzt einfach alles mal irgendwie rein. Alter. Kein Platz mehr, Leute. Was ist denn das? Die Kisten. Ah, hier haben wir noch Platz. Okay, alles klar. Okay. Aber wir werden jetzt eh ein bisschen was verhauen. Okay. Wisst ihr was? Ich schmeiß das jetzt einfach alles mal hier rein. Vogelwild. Weiß, macht man so nicht, aber es ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Okay. Also, wir hatten was gebraucht. Wir brauchen auf jeden Fall Barren. Wir brauchen Smithson-Barren. Genau. Da können wir mal einige herstellen. So, 51. Mehr geht aktuell nicht. Was brauchen wir noch? Warte mal, fließendes Geflecht, das brauchen wir doch auch schon mal. Okay, wisst ihr was, das stellen wir auch gleich mal her. Genau. Aha. Genau, das hatten wir gebraucht. Was brauchen wir noch? Tja, gute Frage, nächste Frage. Ich weiß das nicht mehr. Verfeinerte Flux stellen wir auch gleich nochmal her. Brauchen wir auch noch. Er hämmert hier noch fleißig. Und hier, da ist es auch soweit. Wisst ihr was, das schmeiße ich da auch mal irgendwo jetzt mal dazwischen. Oh Mann, ey. Ja, tut mir echt leid, Leute. Aber ich habe jetzt momentan keinen Bock zum Sortieren. So, genau, wir brauchen. Oh, 19 kriegen wir daher. Das ist cool. Und da fehlt vor allem die Gelee-Essenz. Aber das ist... Ah, und Smithson-Barren, ja. Okay. Oh ja, wir können schon ein Teil herstellen. Schauen wir mal. Oh, ich bin gespannt, ob der gut ist.
So, wir stellen uns mal die Spitze her. Aha, wir können den Schaft herstellen. Achso. Okay, Spitze, Eisspeerschaft. Eisspeerspitze. Okay. Was brauchen wir denn für den Knauf noch? Perfekte Perle. Okay, polierte Perle. Polierte Perle, wo war denn das nochmal zu machen? Das war hier. Okay, wir brauchen polierte Perle. Stellen wir mal her. Und die perfekte Perle, war die auch hier zu machen? Aber dann brauchen wir erstmal dieses andere Zeug. Ah, hier ist Perlglanzverbindung. Warte mal, wo war denn das andere da zu machen? Die Barren haben wir noch. Perfekte Perle. Und das Zeug haben wir das auch noch. Mantel des Herumtreibers war im Rüstungsbauding. Was haben wir gebraucht? Politur. Ja, okay. Stellen wir uns mal Politur nochmal her. Okay. So, was war hier? Hier war nichts mehr. Okay. Haben wir hier noch irgendwas im Inventar gehabt? Nee. Und perfekte Perle, genau. Oh, gerade 5. Wegen polierter Perle. Okay. Dann würde ich sagen, dann könnten wir nochmal polierte Perlen herstellen. Warte mal. Polierte Perle. Ah, der braucht Sporen, dieser Scheiß. Aber vor allem raue Perle, okay. Nee, warte mal, stopp. Okay, gut, alles klar. So, dann dürften wir jetzt denn eigentlich... Nee, was fehlt jetzt noch? Perfekte Perle. Ah, wir brauchen noch 2. Okay. Perfekte Perle 2. Okay, cool. So, haben wir das jetzt, oder? Ja, der... Warte, stopp mal. Ich schau nochmal. Wir haben die Spitze, wir haben den Schaft und wir brauchen den Knauf. Okay, dann werden wir mal schauen, was der Speer so kann. Hä? Was? Soontime? 303 Angriff. Aha, okay, Moment, schauen wir mal. Also, schauen wir mal. Angriff ist weniger. Der hat kritische Treffer mehr. Der hat mehr Rüstung. Okay. Ausdauer hat er weniger. Und dann haben wir noch Rüstungspenetration. Ist auch höher. Okay. Aber da wir Angriff eh nicht brauchen... Warte mal. Boah, 2300 haben wir. 2319. Der hat aber ein bisschen mehr Ausrüstungspunkte. Also wird der besser sein. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ja, das Schwert ist ja nicht aus der Welt. Okay. Das Schwert kommt dahin. So. Dann... Ja, geht's weiter mit dem Verhau. Okay. Okay, ja. Aha, haben wir auch nicht mehr viel. Okay, alles klar. Oh, wisst ihr was? Wir könnten mal das Terraiva ausprobieren. Aber erst schauen wir uns mal den Speer an. Oh, nice. Echt geiles Teil. Ich finde, die ist halt da auch sehr schnell damit. Wow, das schaut echt geil aus, ohne Scheiß. Okay, jetzt versuchen wir es mal. Schmeiß mal dich mal da rein. Aha, jetzt haben wir hier... Ach nee, das ist doch kein Schlacht raus. Okay. Oh, das ist schnell. Okay, also das ist... Wartet mal. Ach so. Das kann nicht angreifen. Okay, ja gut, aber jetzt haben wir es. Okay, alles klar.
Ja, dann haben wir das auch mal gesehen. Okay, nee, aber ich bleib bei der Lieben. Bleiben wir beide da? Nee, kann hier kein Reittier spawnen. Moment. Okay. Ja, du bist eine gute. Ich wollte nur mal kurz ausprobieren. Brauchst nicht eifersüchtig werden. Du bleibst unsere Favoritin. Okay, gut. Dann kommt das Pferd wieder weg. Aber gesehen haben wollte ich es einfach mal. Okay, gut. So, dann. Was brauchen wir denn für die Rüstung? Jede Menge Kram. Okay, wir brauchen hier nochmal... Ach du Scheiße. Fließendes Geflecht, veredeltes Missonborn. Alter, ist das teuer. Ist das teuer, Leute. Perfekte Perle nochmal. Polierte Perle, okay. Oh Mann, ey, das ist ja extrem teuer. Perfekte Perle. Alles klar. Polierte Perle braucht... Echt, haben wir schon wieder keine Perlen mehr? Das kann doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein, oder? Nee. Wir haben schon wieder keine Perlen mehr. Das gibt's nicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay, nee, stopp. Bevor ich das jetzt baue hier. Nee, warte mal, wir brauchen... Wo war das nochmal zu bauen? Hier. Alter. Davon können wir auch noch jede Menge herstellen. Okay, stell das mal her. Alter, ist das teuer. Perfekte Perle und nochmal Smissenbaren. Wir brauchen auf jeden Fall Smissenbaren. Ich würde sagen, da werden wir uns nur mal ein Rüstungsteil herstellen und das mal vergleichen, wie gut es da ist. Alter. Wir haben keine Perlen mehr. Wir haben schon wieder keine Perlen. Das gibt's doch gar nicht. Doch gar nicht, oder? Raus, da fehlen die fließenden Fasern. Okay, haben wir auch nicht mehr. Okay, wir brauchen Fasern, wir brauchen Perlen. Alter, ey. Da können wir uns doch nicht mal ein Teil herstellen davon. Das ist ja unfassbar, wie teuer das ist. Was fehlt hier wieder? Gelee-Essenz. Okay. Ich würde sagen, dann können wir gleich nochmal verfeinertes Flux herstellen. Flux. Aha, Flux haben wir auch schon wieder keins mehr. Ach, geht Schwefel und Kohle. Warte mal, Schwefel und Kohle müssen wir doch haben. Alter. Warte mal, wo war denn Flux nochmal? Flux. Okay, Schwefel und Kohle haben wir. Ist ja krass, Leute. Das haben wir noch, oder? Was haben wir da hier? Ah, nee, das haben wir jetzt hergestellt. Okay. Ah, die Gelee-Essenz. Okay. Seifenblasenfisch. Okay, gut. Dann nochmal neu aufschreiben. So, okay, gut.
Okay, haben wir das. Dann schauen wir mal, was wir da jetzt hergestellt haben. Da ist nichts drin. Bei Holz war auch nichts. Ja, toll, eine Perle, echt. Ist ja krass. Ist ja krass. Ja, ich würde gerne wirklich eine Sache wenigstens herstellen. Eins von diesen Dingern hätte ich wirklich gerne noch. So, du bist auch soweit. Sehr gut. Okay. Ja, ich muss das jetzt mal mit den Pinnen probieren. Okay. Schauen wir mal. Also, wir stellen uns mal das Ding her. Kann man das anpinnen? Genau, das kann man anpinnen. Wir brauchen veredeltes Smithsonbahn, perfekte Perle, fließendes Geflecht. Okay, aber das haben wir doch, oder? Wartet mal. Fließendes Geflecht haben wir doch. Moment, wie wird das angezeigt? Fließendes Geflecht haben wir. Veredeltes Smithsonbahn. Oh, können wir... Okay, brauchen wir eh. Und Perle. Ach so. Nein, nein, weil wir keine Perlen mehr haben. Da können wir es nicht... Da können wir es nicht anschauen, ob das was ist. Okay. Gut, können wir wieder abpinnen. Ach komm schon, ey. Das können wir nicht machen. Aber wenigstens haben wir das Zeug schon mal. Okay, Alter, ist ja krass. Ist ja echt ewig übel. Okay, also brauchen wir Perlen. Das heißt, wir dürfen jetzt schon wieder zurückgehen. So, wartet mal. Was brauchen wir noch? Jetzt lasst uns das nochmal schauen. Was brauchen wir da überhaupt? So. Wir brauchen fließendes Geflecht. Haben wir 23. Okay, für das fließende Geflecht, das müssen wir hier auch schauen, brauchen wir Fasern. Leinen ist hier kein Problem. Das Fell haben wir auch noch. Okay, Fasern. Die Fasern, habe ich mir die aufgeschrieben? Achso. Fließende Fasern. Berge, okay. Also Fasern. Genau, ich habe mir... Ups. Ich habe mir Geflecht aufgeschrieben. Nicht Geschlecht, Geflecht aufgeschrieben. Okay. Dann perfekte Perle. Ohne Ende Perlen schon wieder. Das Zeug haben wir. Das reicht normalerweise. Polierte, perfekte Perle brauchst du 5 für das. Und dafür... Alter, Alter, echt jetzt. Ach, das ist der Beinschutz. Ach so. Perfekte Perlen, veredeltes Smithsonbahn. Wartet mal, wie viel... Ich würde sagen, wir stellen hier auch nochmal Smithsonit her. Das brauchen wir definitiv. Sollten wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Warte mal, wie ist denn mit Gelee-Essenz? Okay, Moment. Okay, können wir auch wieder brauchen. Oh Mann. Der Fisch, wo kam denn der Fisch nochmal raus? Moment, der Fisch. Warte mal, der Seifenblasenfisch. Nee. Oh, Sporen. Okay. Alter, da brauchen wir Zeug ohne Ende. Wartet mal, wo war denn das jetzt hier? Hier, Strände. Okay. Alter. 25 davon.
Ja, Perlen, Leute, Perlen. Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, Perlen kann man doch hier herstellen, oder? Wir haben nur noch 24 Perlen. Sporen brauchen wir auch mal. Warte mal, Sporen schreibe ich mir mal separat auf. Ja, die kriegen wir schon. Okay. Das ist ja extrem, echt. Das ist wirklich extrem. Okay, dann dürfen wir halt schon wieder aufbrechen, Leute. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Huch. Da dürfen wir jetzt schon wieder aufbrechen. Ich bin doch gerade erst zurückgekommen. Oh Mann, ey. Ist ja krass. Ist echt übel, Leute. Ist wirklich übel, was wir da alles brauchen. Wirklich, wirklich übel. Gut, Smithsonit-Perlen ist am Strand. Perlen machen wir morgen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal. Genau, und Gelee war auch da und Seifenblasenfisch war auch da. Okay. Moment, ich glaube, ich bin falsch, oder? Nee, ich bin richtig, okay. Ausnahmsweise mal richtig. Oh Mann, ey. Na komm, hör auf mit dem Quatsch. Hammer, echter Hammer, was wir da alles brauchen. Das ist echt unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ich hoffe, die Rüstung lohnt sich dann. Aber ich meine, allein schon wegen der Optik. Ich meine, so geil ich die Nighthunter-Rüstung finde, wegen der Optik her, braucht sie fast diese Korallenrüstung. Das. Oh, soll man das da einstecken? Ah, jetzt, ich bin außer der Pfeife. Die schaut halt bestimmt edel aus. Quellenwächter. Bestimmt geil, ist bestimmt richtig geil. Jetzt habe ich diese Barren einstecken, aber ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Damit müssen wir jetzt klarkommen. So, dann in die Berge. In die Berge. Warte mal, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben das Hitzeding, oder? Wir haben das Hitzeding, ja. Ich hoffe, das reicht, dass wir keinen Kälteschaden bekommen in den Bergen. Wartet mal, wie viel Resistenz haben wir gerade? 17 Kälte, 16 Hitze. Okay, das ist halt so ausgewogen. Gut, dann würde ich sagen, schwimmen wir jetzt nochmal zusammen rüber. Und dann mache ich die Folge aus. Ich möchte einfach kürzere Folgen jetzt machen. Also manche werden ja eh länger, manche waren echt schon wieder eine Dreiviertelstunde lang. Also ich denke halt auch nicht immer dran. Aber jetzt möchte ich halt dann gerne mit euch in die Berge gehen. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Also da brauchen wir noch Smithsonit vermutlich. Aber vor allem wegen diesem Geflecht. Und dann in der Folge drauf werden wir dann nochmal an den Stränden Perlen sammeln ohne Ende. Oh Mann, ey. Glaubt mir das, Leute, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo es Perlen gab. Gelee-Essenz war bei den Quallen, ja. Aber die Perlen hatten wir bei den Viechern, gell? Genau, ah ja, doch, genau, bei den Krabben. Die Krabben hatten sehr gut Perlen. Muss mal schauen, wo noch. So, Moment, mal nachladen lassen. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Stadt. Und von dort aus starten wir unsere Expedition in die Berge. Ich hoffe, das klappt alles.
So. Ah, schon cool. Aber echt sehr zusammengewürfelt. Schaut aus wie aus Kisten gebaut einfach. Ich habe mir das irgendwie eleganter vorgestellt, ehrlich gesagt. Also wirklich auch aus Muscheln oder sowas gebaut, keine Ahnung. So, jetzt wartet mal. Hier geht's zu den Bergen, oder? Wartet, was ist der Quatsch? Und dann müssen wir nach links. Okay, gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ich hoffe, das tut ihr auch weiterhin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao und Servus.